Im heutigen Märchen spielt unter anderem ein Frosch eine bedeutende Rolle. Für einen kann man den aber so viel küssen, wie man will. Es wird nie ein Prinz aus ihm geben. So eine Spindel hat dafür gesorgt, dass das Leben einer 15-jährigen Prinzessin auf einen Schlag sich radikal verändert hat. Für 100 Jahre ist ein ganzes Königreich stillgestanden. Wäre so ein Wecker ein paar Jahrzehnte früher erfunden worden, der hat wahrscheinlich die Geschichte von Don Rösli nie den Weg in die Sammlung der Geschichten der Brüder Grimm gefunden. Ab dem lauten Tschädern wäre garantiert jede Prinzessin verwacht. Die Geschichte ist zugegebenermassen nicht ganz so kurz, wie ich sie jetzt zusammengefasst habe. Und zudem ist ja das Geheimnis um den 100-jährigen tiefen Schlaf noch nicht gelüftet. Gehen wir also zurück und schauen, wie sich das wirklich zugetragen hat. Vor langer, langer Zeit hat es einmal einen König und eine Königin gegeben. Die haben sich nichts mehr gewünscht, als ein Kind zu bekommen. Leider hat sich der Wunsch nie erfüllt. Einmal an einem Tag, wo die Königin gerade ein Bad genommen hat, ist ein Frosch zu ihr gekommen und hat gesagt, «Deinen Wunsch wird dir in Erfüllung gehen. Bevor das ein Jahr rum ist, wirst du eine Tochter auf die Welt bringen.» Die Königin war ganz außer sich vor Freude. Und was der Frosch vorausgesagt hat, ist auch eingetroffen. Um die Geburt von dem kleinen Kind ein bisschen zu feiern, hat der König ein grosses Fest veranstaltet. Nebst Verwandten, Freunden und Bekannten sind auch die weisen Feen eingeladen worden, damit sie dem Kind ihre guten Wünsche überbringen konnten. Im ganzen Königreich hat es 13 Feen gegeben. Unglücklicherweise hat es aber am Hof nur noch 12 goldige Teller gehabt. In der Not hat der König kurzerhand darum entschlossen, dass er die 13. Fee halt einfach nicht einladen. Das Fest ist mit aller Pracht gefeiert worden. Gegen Schluss haben die 12 Feen das Kind mit ihren Wundergaben beschenkt. Die erste mit Tugend, die zweite mit Schönheit, die dritte mit Reichtum. Und so ist das immer weitergegangen. Wo gerade die 11. Fee ihren Wunsch ausgesprochen hat, ist mit grossem Gepolter die Türe zum Saal aufgegangen. Mit stampfenden Schritten ist die 13. hineingekommen. Sie hat sich dafür rächen, dass sie nicht zum Fest eingeladen worden ist. Mit lauter Stimme hat sie gerufen, die Königstochter soll an ihrem 15. Geburtstag sich an einer Spindel stechen und tot umkehren. Und ohne ein Wort weiter zu verlieren, hat sie sich umgedreht und ist zum Schloss raus davon gestampft. Nach dem ersten Schock ist die 12. Fee vorgetreten. Sie hat ihren Wunsch ja noch nie ausgesprochen. Der böse Spruch der 13. Den konnte sie nicht aufheben. Aber sie konnte ihn milder machen. Darum hat sie gesagt, der Spech an der Spindel soll nicht der Tod der Königstochter sein, sondern sie in einen 100-jährigen Schlaf verwandeln. Der König, der sein Kind über alles geliebt hat und vor dem Unglück wollte bewahren, hat daraufhin alle Spindeln im ganzen Königsreich verbrennen. Und so sind die Jahre vorbeigegangen. Aus dem Mädchen ist eine schöne, anständige und freundliche Prinzessin geworden, die man einfach gerne haben. An dem Tag, als das Mädchen 15 Jahre alt geworden ist, sind der König und die Königin für einen Moment außer Haus gewesen.
Prinzessin ist im Schloss herumschauen. Wo sie durch die enge Wendeltreppe vom Turm aufgestiegen ist, hat sie eine kleine Tür vorgefunden. Ganz vorsichtig hat sie die Türen aufgetan. Und in einem kleinen Stübchen ist eine alte Frau gehockt. «Guten Tag, du altes Mütterli», hat die Königstochter gesagt. «Was machst du da?» «Ich spinne», hat die alte Frau gesagt und mit dem Kopf genickt. «Was ist das für ein Ding, das so lustig rumspringt?», hat das Mädchen gefragt. «Das ist eine Spindel.» Die alte Frau hat die Spindel genommen und ihm hingehauen. Kaum hat das Mädchen die Spindel berührt, so ist der Zauberspruch in Erfüllung gegangen. Mit dem Stich der Spindel ist die Prinzessin ins Bett gefallen und in einen tiefen, 100-jährigen Schlaf versunken. Die Müdigkeit hat sich über das ganze Schloss verbreitet. Der König und die Königin, die gerade heimgekommen sind, und der ganze Hofstaat sind auf der Stall eingeschlafen. Auch alle Ross im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an der Wand. Ja, sogar das Feuer, das auf dem Herd geflackert hat, ist still geworden und eingeschlafen. Der Braten im Ofen hat aufgehört zu brutzeln. Und der Koch, der gerade wollte, im Kochibub eine Ohrfeige geben, ist auf der Stelle auch eingeschlafen. Mit der Zeit hat es rings um das Schloss herum einen Dornenhaken. Und schon gleich hat man nicht einmal mit Mauern gesehen. Die Geschichte vom schönen, schlafenden Dornröschen hat man im ganzen Land erzählt. Ein Haufen Königssöhne sind vorbeigekommen und wollten das Dornröschen befreien. Aber es ist niemandem gelungen. Jeder, der es probiert hat, ist in den Dörren hängen geblieben und konnte sich nicht mehr daraus befreien. Eines Tages, genau 100 Jahre später, ist wieder ein Königssohn ins Land gekommen. Er hat die Geschichte von dieser schlafenden Prinzessin auch gehört und hat sich darauf entschieden, er wolle die befreien. Als er zum Dornenhaken gekommen ist, sind plötzlich wunderschöne Rosenblüten gewachsen. Und wie von Zauberhand sind die Dornenzweige auseinandergegangen. So konnte er ins Schloss hineingehen und sich auf die Suche nach einem Dornröschen machen. Im kleinen Turmzimmer hat er sie dann auch gefunden. Er hat sie angeschaut, sie bewundert und hat seine Augen nicht mehr von ihr wegnehmen. Langsam hat er sich vorgebückt und im Dornröschen zärtlich einen Kuss auf die Stirn gegeben. In dem Moment hat das Dornröschen die Augen aufgetan, hat gelächelt und ist im Königssohn voller Freude um den Hals gefallen. Endlich war der Zauberspruch vorbei. Der Königssohn und die Prinzessin sind zusammen in den Festsaal runtergegangen und überall, wo sie aufgetaucht sind, ist das Leben im Königsschloss wieder zurückgekehrt. Der König und die Königin und der ganze Hofstaat ist verwacht. Auch Ross hat wieder angefangen zu wiehern. Die Hunde haben wieder gebellt und die Tauben auf dem Dach haben die Köpfe wieder unter den Flügel vorgenommen und die Fliegen an der Wand sind wieder herumgekrochen. Das Feuer in der Küche hat wieder geflackert und der Braten hat angefangen zu brutzeln. Der Koch hat dem Küchenbub doch noch eine Ohrfeige gegeben. Aua! Und so war alles wieder beim Alten. Gleich darauf haben der Königssohn und die Prinzessin auf dem Schloss ihre Hochzeit gefeiert. Viele Jahre haben sie glücklich und fröhlich zusammengelebt. Und wer weiß, wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie vielleicht heute.